Well, we're recording all of this in Prague. Wir haben all das in Prag aufgenommen mit dem City of Prague Philharmonic Orchestra, das auch das Classic Radio Pops Orchestra ist. Es ist schön, dass das Orchester nicht nur die Konzerte spielt, sondern auch die Jingles. Sie werden also mehrmals am Tag zu hören sein. Many times throughout the day. Seit 30 Jahren ist James Fitzpatrick von Tetlow Music bei Aufnahmen mein Partner und Kollege. Er ist der Produzent, sitzt im Regieraum und hört, ob es irgendwelche Geräusche gibt, falsche Noten oder andere Dinge, die nicht perfekt klingen. With these jingles, we just treated it like a normal session. Für die Klassikradio-Jingles haben wir hart gearbeitet. Wir haben am laufenden Band aufgenommen. Wir mussten alle Instrumentengruppen einzeln aufnehmen, die Streicher, das Blech und das Holz. Wenn wir Werbung machen, arbeiten wir manchmal 4 Stunden an einer 30-Sekunden-Aufnahme. Aber Nick hatte alles so gut vorbereitet für die Jingles von Klassikradio, dass wir pro Sitzung ca. 25 Minuten Musik aufnehmen konnten. But again, because the musicians are so quick here, they're sight reading. Das liegt aber auch an den grandiosen Musikern hier. Die können alles vom Blatt spielen. Andere Orchester haben endlose Probenzeiten, bevor sie mit den Aufnahmen beginnen. Bei uns geht um 9 Uhr morgens das rote Licht im Studio an und wir beginnen direkt mit den Aufnahmen. Deshalb können wir in einer 4-Stunden-Session viel mehr aufnehmen als die meisten anderen Orchester. So, you know, we can record a lot more in the 4-hour session than most other orchestras. Umsichtige Planung ist wichtig. Das ist schon mal das Erste, weil man weiß, dass man nur eine begrenzte Zeit mit dem Orchester hat. Deshalb muss man sich genau überlegen, welche Stile man schreibt und die verschiedenen Variationen planen, die man haben möchte und aufnehmen möchte vom Klassikradio-Jingle und sich dann überlegen, wie man sie in der Studiozeit unterbringt.